ganz kurz mein berühmt-berüchtigtes Yay! Endlich Wochenende! Gute Laune ist da. Wenn meine Nachbarn mich hören, denken die auch so, okay, geht's dir gut? Weil wer weiß, dass ich hier alleine wohne, der denkt sich auch so, redet die mit sich selbst. Aber gut, es gibt ja Instagram und so, ne? Also jetzt, ihr wisst ja, mir fällt immer was ein. Oh mein Gott, ist der Himmel schön blau. Wie schön ist der Himmel, Wahnsinn. Einen tollen Tag euch jetzt, aber wirklich. Ciao, ciao. Okay, ich muss noch ganz kurz was klarstellen. Die Sachen auf dem Tisch, meine ich. Die Kartons da hinten, die sind neu dazugekommen. Ich habe auch schon mein Papiermüll weggebracht an diejenigen, die denken, oh mein Gott, die hat seit Wochen ihre Sachen da. Nein, habe ich nicht. Ich habe nur immer wieder neue Kartons, wenn ich bei Amazon bestelle. Wollte ich jetzt einfach noch mal klarstellen, Leute. Das habe ich schon seit Wochen da. Ja, da sind meine Nagelfolien. Oben drüber ist ein Karton, den kann ich eigentlich auch in den Abstellraum bringen. Den Karton kann ich eigentlich auch in den Abstellraum bringen. Das werde ich heute jetzt auch machen, damit die Wohnung wieder ordentlicher aussieht. Aber das, was ich als Unordnung bezeichne, das ist für andere nichts. Das Gefühl unordentlichere Menschen als mich. Aber ich muss mich hier echt nicht rechtfertigen. Also, ich wollte es einfach noch mal klarstellen. Ich meinte da die Sachen auf dem Tisch, die ganzen Nudeln, die man aufkochen kann mit heißem Wasser, das Müsli, Pick-up. Ich hatte mal Lust auf was Süßes. Wie gesagt, am 7. kommt HelloFresh und am 9. hole ich meine Rewe-Bestellung ab. Und jetzt einen tollen Samstag euch, ihr Lieben. Ciao. Kleines Status-Update, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hört mich. Also, kleines Status-Update. Ich habe da aufgeräumt. Seht ihr? Und der Tisch ist auch wieder. Bitte Frank. Sauber, nichts auf Tisch. Und da hinten habe ich noch ein bisschen Nagellack gezäumt und noch ein paar Sachen, aber das kommt auch noch weg. Und ich habe den Schierfenster geputzt, also Fensterbank, dann hinten das Sofa weggeräumt, alles hinten gesaugt. Ich bin so stolz auf mich, Leute. Ich bin jetzt die ganze Zeit schon am Aufräumen. Hab schon etwas meinen kleinen Couchtisch, ein paar Sachen weggeräumt, muss noch ein bisschen mehr machen. Und jetzt habe ich mir schon etwas aufgeräumt. Ja, es läuft, es wird. Ja, diejenigen, die sich wundern, was lag denn da? Gerade eben lag da hier noch was. Das ist einfach so ein Code von Marie Jo. Marie Jo, da gibt es einen Code, da kann man irgendwas gewinnen. Aber ich bin eh spät dran, das habe ich schon ewig rumfahren. Ich gucke mal, ob das überhaupt noch funktioniert, also just for fun. Und ja, wie gesagt, ich habe das meiste schon weggeräumt und ich habe schon den ganzen Boden hier gesaugt und auch schon in der Küche und so. Also ich muss gar nicht mehr so viel machen, nur noch eigentlich meine Klamotten wegräumen da. Habe ich einiges vor, oh je, ich habe zwar keine Lust, aber was will man machen? Macht ja keiner für mich, aber eigentlich bin ich schon motiviert. Jetzt wollte ich noch am Handy kurz was machen und dann werde ich jetzt auch gleich weiter aufräumen. Viel gibt es nicht zu sagen, ja, nur falls sich jemand gewundert oder sowas auf dem Sofa liegt. Und ihr wisst ja, wenn jemand was nicht interessiert, die braucht es euch nicht anschauen. Ich kann es nicht oft genug sagen, es gibt bestimmt Leute, die denken, boah, was interessiert mich, was die aufräumen, was interessiert mich das? Ja, braucht's nicht gucken. Also gerade die, wo mir nicht folgen. Die, wo mir folgen, die folgen mir gern, weil ich so bin, wie ich bin. Also ihr Lieben, bis bald. Ciao. So, an diejenigen, die sagen, da hinten ist da noch was. Ja, da hinten sind noch Kartons da. Die muss ich aber noch wegräumen und die werde ich nachher runterbringen. Nur frage ich mich, ob ich nach dem Duschen das mache oder jetzt. Weil eigentlich könnte mich jemand von den Nachbarn sehen und ich sehe echt richtig schmierig aus. Ist einfach real, ne? Meine Haare, Katastrophe, aber meine Güte, ich kann ja schnell das Zeug rausbringen. Aber ich glaube, ich mache es nach dem Duschen. Toll, jetzt kommt Werbung. Also, nur, dass ihr Bescheid wisst.